Heute zeigen wir euch die neue Ring Stick-Up Cam, was sie kann und wie gut sie wirklich ist. Ring hat sein Angebot an Überwachungskameras deutlich erweitert und derzeit drei grundlegende Versionen von der Stick-Up Cam auf dem Markt. Das günstigste Modell ist die Ring Indoor Cam für 59 Euro, das zum Zeitpunkt dieses Videos noch nicht in Deutschland zu kaufen ist. Die Stick-Up Cam für 99 Euro liegt in der Mitte und wird von mir ab jetzt die normale Stick-Up Cam genannt, nur damit es ein bisschen klarer ist. Zu guter Letzt gibt es noch die Stick-Up Cam Elite für 199 Euro, die das derzeit teuerste Modell ist. Wir konzentrieren uns heute auf die normale Stick-Up Cam, aber ich will auch einmal die drei Geräte für euch voneinander abgrenzen und sie ein bisschen vergleichen. Die Indoor Cam ist, wie der Name schon sagt, nur für drinnen gedacht. Außerdem gibt es sie nur in einer kabelgebundenen Variante. Die normale Stick-Up Cam ist wetterbeständig und kann damit auch draußen eingesetzt werden. Auch gibt es sie mit Akku, mit Kabel oder sogar mit einem Solarpanel. Die doppelt so teure Stick-Up Cam Elite bezieht ihren Strom über Micro-USB oder über Power over Ethernet. Nutzt ihr das LAN-Kabel, müsst ihr euch jetzt auch keine Sorgen mehr machen, wie zuverlässig eure WLAN-Verbindung ist. Eine letzte Sache, die wir noch sagen müssen, ist, dass die Bewegungserkennung bei allen Kameras ein bisschen unterschiedlich funktioniert. Darauf gehe ich aber nachher nochmal ein. Also nun zurück zur normalen Stick-Up Cam. Die Kamera kommt im Gegensatz zur alten Stick-Up Cam mit einem neuen Design, welches ich sehr hübsch finde. Die Kamera ist nett gestaltet und kommt in weißer Optik daher. Vorne sehen wir die Linse der Kamera, die LEDs für die Nachtsicht und die Löcher für den Lautsprecher bzw. auch das Mikrofon. Auf der Rückseite sehen wir zwei Ports. Mit dem einen können wir alternativ den Standfuß anbringen. Er ist also entweder an der Unterseite der Kamera oder an der Rückseite befestigt, was viele Möglichkeiten bei der Anbringung ergibt. Das erlaubt das normale Aufstellen oder die Wandmontage per Schraube. Eine Sache, die ich mir hier vielleicht noch gewünscht hätte, wäre ein Magnet im Standfuß, um die Kamera einfach an einer Metalloberfläche anzubringen. Das haben andere Kameras und ist wirklich sehr angenehm. Zurück zum zweiten Port auf der Rückseite. Dieser ist nämlich für die kabelgebundene Stromversorgung gedacht. Ihr könnt die Stick-Up Cam nämlich als Akku-Version oder als kabelgebundene Version erwerben. Das Produkt selbst ist das gleiche und ihr könnt auch im Nachhinein einen Akku in die kabelgebundene Version tun oder eben andersrum. Das gibt euch sehr viele Möglichkeiten und hält euch alle Optionen offen. Die Vorteile beider Varianten sind relativ selbsterklärend. Die Batterieversion ist überall und einfach zu installieren und braucht keinen Stromanschluss in der Nähe. Jedoch muss man den Akku von Zeit zu Zeit laden und je mehr Benachrichtigungen bekommt und je öfter die Kamera durch die Bewegungserkennung wirklich angeht, desto schneller geht dieser Akku auch eben leer. Während der Akku normalerweise einige Monate hält, kann es aber auch sein, dass je nach eurer Nutzung das Ganze deutlich schneller leer ist. Bei der kabelgebundenen Version habt ihr solche Probleme natürlich nicht. Ihr müsst aber sozusagen eine Steckdose in der Nähe haben und noch ein Kabel ziehen, was gegebenenfalls einfach nicht so schön aussieht. Nachdem wir jetzt einige Grundlagen geklärt haben, lasst uns zur Bildqualität übergehen. Die Stick-Up Cam zeichnet 1080p Full HD Video auf. Das ist grundlegend schon mal gut, aber sagt noch nicht wirklich etwas über die tatsächliche Qualität aus. Würdet ihr ein Video von der Stick-Up Cam in Full HD sehen oder zum Beispiel dieses YouTube-Video, was mit einer Spiegelreflex gefilmt ist, würdet ihr einen deutlichen Unterschied sehen. Was ich damit sagen will, ist, dass Full HD nicht gleich Full HD ist. Die Stick-Up Cam produziert für mich ein solides Bild, das vor allem für eine Sicherheitskamera mehr als ausreichend ist. Im Video sieht man schnell mal Artefakte, was aber auch wohl dazu dient, dass die Datenmengen, die solch eine Kamera produziert, gering gehalten sind. Das Objektiv der Kamera hat eine Fischaugencharakteristik und ein Sichtfeld von 110 Grad horizontal. Das reicht, um zum Beispiel mein großes Zimmer problemlos im Blick zu halten, aber ist immer noch ein gutes Stück weniger als der 150 Grad Blickwinkel von der Stick-Up Cam Elite. Die Nachtsichtfunktion der Stick-Up Cam hat mich sehr positiv überrascht. Das Bild sieht sehr gut aus und hat immer noch wirklich viel Detail. Auch leuchten die Infrarotlampen einen großen Bereich aus, in dem man alles erkennt. Für mich war zum Beispiel immer noch das ganze Zimmer problemlos zu sehen. Ein sehr nettes Feature ist die Gegensprechfunktion der Kamera. So könnt ihr über ein Mikrofon hören, was vor sich geht und sogar mit den Leuten sprechen, die sich im Bereich der Kamera befinden. Der Sound hier ist bei beiden Funktionen solide, würde ich sagen. Es ist natürlich kein Studioklang, aber es ist gut verständlich und damit für eine Sicherheitskamera vollkommen okay. Wie am Anfang schon mal angedroht, möchte ich jetzt nochmal kurz über die Bewegungserkennung reden. Denn hier gibt es einen Unterschied zwischen den verschiedenen Kameras. Und für meinen Geschmack ist eine Sache, die Ring noch ein bisschen besser kommunizieren könnte oder den Unterschied einfach ein bisschen klarer machen könnte. Die normale Ring Stick-Up Cam erkennt Bewegungen über einen Infrarotsensor. Das heißt, dass wir hier auf physische Weise erkennen, ob etwas vor sich geht oder nicht. Bei den beiden anderen Modellen, wie zum Beispiel der Ring Indoor Cam oder der Stick-Up Cam Elite, wird die Bewegungserkennung über den Kamerasensor durchgeführt. Was ist also der Unterschied? Die Variante über den Infrarotsensor ist deutlich stromsparender und daher perfekt für die Stick-Up Cam, die es ja als Batterieversion gibt.
Bewegungserkennung über den Sensor bietet aber deutlich mehr Möglichkeiten. Hier könnt ihr in der App auswählen, wo ihr Bewegungen erkennen möchtet und wo zum Beispiel nicht. Während die normale Stick-Up-Cam also bei der Bewegungserkennung weniger Möglichkeiten bietet, hat sie trotzdem noch einige. Man kann die Empfindlichkeit der Bewegungserkennung höher oder niedriger einstellen. Das funktioniert in der Praxis sehr gut und zeigt einfach, ob auch Bewegung von weiter entfernt oder auch kleinere Bewegungen erkannt wird. Außerdem gibt es ein Feature, das sich Motion Verification nennt und dazu sorgt, dass nachdem der physische Sensor eine Bewegung erkannt hat, die Kamera den Sensor anmacht und darüber nochmal die Bewegung verifiziert. Dieses Feature ist sehr nett und sorgt dafür, dass ihr weniger Notifications bekommt. Der einzige Nachteil an diesem Feature ist, dass die Benachrichtigung über die Bewegung ca. 5 bis 10 Sekunden später kommt, da die Kamera ja nochmal einen zusätzlichen Prozess macht. Für mich ist das aber auch ehrlich gesagt keine große Sache. Neben der Bewegungserkennung gibt es jetzt in den neuen Stick-Up-Cams auch Privacy Zones. Hier könnt ihr in der App Bereiche ausblenden, die nicht von der Kamera gefilmt werden. Das ist dann interessant, wenn die Kamera auch Bereiche einblickt, die ihr entweder nicht filmen wollt oder sogar auch nicht filmen dürft. Als letzten Punkt möchte ich jetzt nochmal kurz auf die Ring App eingehen. Wenn ihr schon andere Produkte von Ring habt, dann ist das nichts Neues und ich versuche mich hier kurz zu halten. Die App ist schlicht gestaltet und funktioniert gut. Es gibt viele Einstellungsmöglichkeiten, mit denen ihr eure Kamera, die Benachrichtigung und mehr für euch personalisieren könnt. Auch ist es cool, dass alle Ring-Produkte mit dem Amazon ALEXA-System kompatibel sind. So können wir zum Beispiel euren Echo Show nutzen, um die Kamera anzeigen zu lassen. Wenn ihr die Videos, die eure Ring-Kamera filmt, gespeichert haben wollt, müsst ihr einen Ring Protect Plan abschließen. Dieser kostet euch 30 Euro im Jahr für eine Kamera oder 100 Euro im Jahr für all eure Geräte und speichert aufgenommene Videos für 30 Tage in der Cloud. Nun also zum Fazit. Die Stick-Up Cam für 99 Euro ist eine tolle In- und Outdoor-Überwachungskamera. Mit ihrer Batterie- oder kabelgebundenen Version bietet sie viel Flexibilität zu einem sehr günstigen Preis. Wer also auf günstige Weise sein Sicherheitssystem erweitern oder überhaupt starten will, hat hier auf jeden Fall eine gute Option. Braucht ihr die Batterieversion oder die Wetterfestigkeit nicht, dann ist die Ring Indoor Cam, sobald sie verfügbar ist, auch eine sehr tolle und nochmal günstigere Option. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und habe eure Fragen zu der Kamera beantwortet. Solltet ihr noch weitere Fragen haben, dann schreibt uns gerne in die Kommentare. Wollt ihr jetzt dieses Produkt oder ein anderes von Ring kaufen, dann schaut doch einfach mal bei uns im Shop auf tink.de vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr noch mehr Videos zu dem Thema Smart Home sehen wollt, dann klickt einfach mal hier und gebt uns gerne auch ein Like und ein Abo auf das Video, wenn es euch gefallen hat. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.